Pravoslav, eröffne hiermit das ritterliche Turnier zu Ehren meiner Töchter. Seid mir alle herzlich willkommen, ihr Könige, Prinzen und hochwohlgeborenen Ritter. Kämpft tapfer, mannhaft und mutig zum Ruhme eurer Väter. Dann werdet ihr die Bewunderung der Männer und die Zuneigung der schönen Frauen gewinnen. Vergesst jedoch den Edelmut nicht. Den Edelmut, der Rücksicht gegenüber dem Gegner gebietet, wenn er besiegt ist. Und jetzt wünsche ich euch allen, dass das Glück euch beistehe. Für den Kampf mit Schwert und Schild stehen sich gegenüber seine königliche Hoheit König Norbert III. Und seine Hoheit Prinz Severin. Seine Hoheit Prinz Kasimir und seine Hoheit Prinz Dalimil sind die Nächsten, die sich im Kampf gegenüberstehen. Wie ihr seht, meine Töchter, kämpfen die tapfersten, mutigsten und edelsten Ritter aus allen Ländern um eure Gunst. Einer, der sie alle in den Staub legt. Einen Sieger. Einen ritterlichen Sieger. Einen Nachfolger suche ich. Kämpfen nun der edle Ritter Zleitan und seine Hoheit Prinz Waldemar.
will nicht, dass sie um mich kämpfen. Aber Maruschka, das ist doch eine Beleidigung der Gäste. Haltet ihr euch denn für einen Gasthoheit? Wo bist du? Erscheine, Liebster. Erscheine. Endlich bist du da. Führe mich fort von hier. Hörst du das Johlen und Schreien? Vater sucht einen Bräutigam für uns. Warum schweigst du? Warum sagst du nichts? Ich kann dich nicht in das Königreich meines Vaters mitnehmen. Du würdest dort sterben. Wann sagst du mir endlich, wer du bist und woher du eigentlich kommst? Du wirst es erfahren, Maruschka, falls du dir bis jetzt noch keinen Bräutigam erwählt hast. Du gehst jetzt fort und ich werde dich nie wiedersehen. Hör zu, Liebste. Wenn du diese Rose durch deinen Atem erwärmst, komme ich sofort zu dir. Sie ist aus purem Salz. Salz ist das kostbarste Gestein, das die Erde birgt. Ohne Salz gäbe es kein Leben. Unser Gesetz verbietet es uns, mit Menschen zu verkehren. Und du übertrittst dauernd dieses Gesetz. Mein König und Vater. Du bist mein Sohn und sollst mal in Zukunft der König der Unterwelt werden. Die Gesetze zu befolgen, ist Pflicht eines jeden Untertan. Und eine Notwendigkeit für den König. Darin beruht nicht nur unsere Macht, sondern auch unsere Unsterblichkeit. Den Menschen wurde eine noch größere Gabe mitgegeben. Die Liebe. Wer ist sie? König Pravoslavs jüngste Tochter Maruschka. Ich liebe sie, Vater, und kann ohne sie nicht leben. Durch sie habe ich erkannt, was Liebe ist. Du irrst. Ich weiß, was Menschenliebe bedeutet, mein Sohn. Ich schenke ihnen jeden Tag, was sie zum Leben brauchen. Aber sie schätzen es nicht. Sie halten es für selbstverständlich. Für sie zählt das alles nicht. Nur vergänglicher Glanz und Reichtum. Sie kämpfen, töten, führen Kriege. Für Gold und Edelsteine. Die Schätze der Erde werden von ihnen geplündert aus Habgier und nicht um ihrer Schönheit willen. Oder weil sie Freude daran haben. Pure Habgier ist es. Jeder von ihnen will reicher sein. Reicher als der andere. Das ist ihre Gabe. Ist die mehr wert als Unsterblichkeit? Warum hasst du die Menschen so, Vater? Wenn ich sie hassen würde, wie du glaubst, dann würde ich sie doch nicht so beschenken. Nein, Hass ist die Eigenschaft der Menschen, nicht unsere. Nicht alle Menschen sind so, wie du sie siehst, Vater. Ich werde dir beweisen, dass sie deinen Zorn und deine Verachtung nicht verdienen.
Das willst du beweisen? Bitte. Aber ich fürchte, es wird dir nicht gelingen. Du wirst ihren wahren Charakter kennenlernen. Sie werden deine Liebe verschmähen, sich über dich lustig machen und dich beleidigen, dich, den Prinzen der Unterwelt, die Mutter Erde verhöhnen. Aber dafür werden sie ihre Strafe bekommen. Und auch du wirst meinem Zorn nicht entgehen. Widersetz dich nicht dem Willen deines Vaters. Ich kann nicht anders, Mutter. Ich liebe sie. Du hörst nur auf die Stimme deines Herzens. Lass auch die Vernunft sprechen. Die Vernunft und das Herz sagen das Gleiche. Dein Platz ist hier im Reich der Unterwelt. Du gehörst zu uns und nicht zu den Menschen. Du stürzt dich ins Verderben. Bereite alles vor, was nötig ist. Ich war dabei, als Mutter Erde dich geboren hat. Seither stehst du unter meiner Obhut. Geh nicht fort. Geh nicht zu den Menschen, mein Prinz. Denn dort wirst du verwundbar, verlierst die Unsterblichkeit. Nicht nur Liebe haben die Menschen in ihrem Herzen, Freude und Glück. Sie kennen auch Trauer, Leid und Hass, ja sogar Krankheit und Tod. Warum hast du es so eilig mit der Heirat deiner Töchter? Das will ich dir sagen. Das Licht weicht meinen Augen und mein Haupt neigt sich der Erde zu. Auch bei einer reifen Ehre ist das der Fall. Ein blinder König ist ein schlechter König. In deinem Reich haben bis jetzt immer nur Verstand und Güte regiert. Güte, Verstand. Von meinen 3 Töchtern kann nur eine Königin werden. Möge es die werden, die den klügsten Bräutigam wählt. Wollt ihr Königin werden? Ja, weil mein Bewerber der mächtigste von allen ist. Um mich bewirbt sich ein König. Und um Barbara nur ein Prinz. Du siehst, 2 von deinen Töchtern haben schon einen Bräutigam gewählt. König Norbert hat den ganzen Abend Prinzessin Wanda schön. Und Prinzessin Barbara ließ ihre Augen nicht von Prinz Kasimir. Und Maruschka? Vielleicht hat sie schon einen gefunden, aber er hat sich noch nicht gemeldet. Weißt du etwas? Schach. Wie soll ich erkennen, welche von den Töchtern am geeignetsten als Königin ist? Hast du es nachgerechnet? Wie immer, durchlauchtigste Prinzessin. Bei den letzten Steuern habe ich einen Fehler entdeckt. Die Steuereinnehmer haben sich an die Befehle des Königs gehalten. Die Gegend, die von der Dürre heimgesucht wurde, haben sie verschont. Die Goldgruben wurden doch nicht von der Dürre vernichtet. Aber die Ernte. Die Bergleute hatten nichts zu essen. Hungrig konnten sie nicht arbeiten. Sie müssen alles nachholen. Das geht nicht. Der König lässt keine Ungerechtigkeit zu. Aber ich brauche das Gold. Gold ist der Schlüssel zu allem. Zur Macht und zum Gehorsam der Untertanen. Auch zur Liebe und zur Gerechtigkeit. Deshalb brauche ich sehr viel davon. Ein Kleid für eine Königin.
Für die künftige Königin. Du kannst jetzt gehen. Maruschka ist zu jung und Wanda zu gefährlich. Kasimir, du wirst König. Aber du musst mir helfen. Gestattet mir, Prinzessin, euch die neuen Schmuckstücke zu zeigen, die ich heute Nacht angefertigt habe. Ich lege es mir selbst an. Es ist wundervoll. Nur Juwelen können so herrliche Farben haben. Ich bin begeistert. Es geht nichts über kostbares Geschmeide. Es ist mir lieber als die Menschen. Nur eine Kleinigkeit fehlt noch. Die Krone. Fertige mir eine Krone an. Um einen leeren Kopf zu bedecken? Warum seid ihr so boshaft, Prinzessin Wanda? Würde man die Dummheit auf den Thron setzen, würde er längst dir gehören. Glaubst du wirklich, dass ein prunkvoller Schmuck und ein schönes Gesicht genügen? Weißt du überhaupt, was es heißt, ein Land zu regieren? Weißt du auch, was dein schönes Kleid gekostet hat? Das sind die Sorgen armer Leute, nicht die einer Königin. Ich bin die Älteste. Nach uraltem Recht muss Vater mich zur Königin bestimmen. Schwesterchen, das Recht wurde seit jeher mit dem Schwert erkämpft. Das Schwert allein schafft das Recht und die Ordnung. Ich warne dich, Schwester. Das Schwert bringt Blut. Schmückt alle Gemächer und die düsteren Gänge des Schlosses mit den schönsten Blumen. Morgen soll der Tag der Rosen sein. So wunderschöne Rosen sollen in dunkle Gewölbe? Blumen gehören überall hin. Und in die dunklen, düsteren Räume die meisten. Morgen an wird uns nichts mehr trennen. Hier an dieser Stelle werde ich dich erwarten. Nein, Maruschka. Ich komme dorthin, wo deine Schwestern mit ihren Freiern sind. Ihr seid matt, Pravoslav. Um die Wahrheit zu sagen, ich würde am liebsten Maruschka auf dem Thron sehen. Sie ähnelt ihrer Mutter. Maruschka ist mir die Liebste. Ich muss endlich eine Entscheidung treffen. Eine gerechte. Das hat doch noch Zeit. Wartet. Ich kann nicht länger warten. Das ganze Land muss morgen über meinen Entschluss Bescheid wissen. Sag, warum hat Maruschka bis jetzt niemanden erwähnt? Wer war mit ihr im Garten? Majestät, ich weiß es wirklich nicht. Du hast sie doch gesehen. Sehen heißt noch lange nicht wissen, Majestät. Du hast eine lose Zunge. Tust so klug. Und mischst dich in alles ein. Beweis. Deine Klugheit, Narr.
Ich gebe zu, die Wahl ist schwer. Mutig, gerecht und voller Güte soll die künftige Königin sein, wenn ich euch recht verstanden habe. Ihr wisst es doch selbst. Wer Vater und Mutter ehrt und liebt, hat ein gutes Herz, ist edelmütig und hat Sinn für Gerechtigkeit. Also fragt eure Töchter, wer euch am meisten liebt. Und jener, die euch die größte Liebe erweist, der vertraut euer Königreich an. Die Zeit ist gekommen, in der auch ich mich, euer König, den Gesetzen der Natur beugen muss. Die Bürde des Alters zwingt mich abzudanken. Ein weiser Spruch sagt, man sollte nicht mehr tragen, als man zu tragen in der Lage ist. Das Schicksal hat mir keinen Sohn beschert, der nach mir das Königszepter übernehmen könnte. Deshalb habe ich mich entschlossen, dass eine von meinen drei Töchtern die Regierung übernehmen soll. Und zwar jene, die den klügsten Bräutigam sich erwählt und die mir die meiste Liebe erweist. Nun, Wanda, du als die Älteste stelle mir den Mann deiner Wahl vor und beweise deine Liebe zu deinem Vater. Seht her, mein durchlauchtigster König und Herr, in meinen Händen halte ich das Kostbarste, das ich besitze. Den Schild meines Vaters und den meiner Urahnen. Er soll die Gewähr dafür sein, dass das mir anvertraute Königreich von niemandem erobert wird. Ich werde es für euch und eure Nachkommen bis zum letzten Blutstropfen verteidigen, bei der Ehre dieses Schildes und meiner Liebe zu Prinzessin Wanda. Bitte ich um ihre Hand. Ihr verlangt, Vater, dass ich euch den Beweis großer Liebe erbringen soll. Das ist nicht so einfach. Denn es gibt vieles auf der Welt, womit man Liebe messen kann. Das teuerste und seltenste wäre Gold, denke ich. Seid versichert, Vater, ihr seid mir teurer und wertvoller als alles Gold der Erde. Sehr schön, Wanda. Was du da eben gesagt hast, hat mir gut gefallen. Und eure Rede bewies Edelmut und Tapferkeit, König Norbert. Was aber sagt uns Prinz Kasimir? Und wie willst du mir deine Liebe zeigen, Tochter Barbara? König Norbert will mit seinem Schild euer Königreich verteidigen. Seine Worte waren edel und lobenswert. Ich jedoch, König Pravoslav, schätze andere Eigenschaften. Seht her, mit diesem Schwert, König, werde ich jedes andere Königreich bezwingen. Ich will euer Land nicht nur verteidigen, ich will es vergrößern. Ja, Herr, hier mit diesem Schwert werde ich eure Schatztruhen füllen. Und euer Name, König, und der Name eures Geschlechts soll für immer mit Ruhm bedeckt sein. Ihr wisst, mein Vater und König, wie sehr ich den Glanz und die Reichtümer dieser Erde liebe. Es ist mir ein leichtes, das Glitzern der kostbarsten, teuersten Diamanten zu unterscheiden. Ich fühle den heißen Atem der Rubine, die Meeresbrandung höre ich in den wertvollsten Perlen. Ich weiß, wie groß der Schatz ist, der in unseren Truhen verborgen liegt. Dort sind die herrlichsten Diamanten der Erde. Und ihr wisst, wie groß und leidenschaftlich meine Liebe zu diesem Prunk ist. Doch meine Liebe zu euch, Vater,
ist so groß, dass alle Reichtümer der Erde im Vergleich mit ihr nur Sand im Meer sind. Jetzt kommt Maruschka, unsere Jüngste. Wir haben dich wie eine Rose gehegt und gepflegt, weil du deine Mutter nie gekannt hast. Wie ich sehe, hast du bis jetzt noch keinen Bräutigam erwählt. Mein Vater. Dieser Prinzvater ist mein Bräutigam. Sag, aus welchem Land kommt der Prinz? Majestät, ich habe weder ein Schild, noch besitze ich ein Schwert. Die Liebe hat mich hierher geführt und ich will um die Hand eurer jüngsten Tochter anhalten. Aber ich verspreche euch weder Gold noch Edelsteine, sondern blühende Gärten, grüne Wiesen, Wälder voll Wild, Glück und Frieden für euer Königreich, Frieden für euer Volk. Du hast deine Schwestern gehört, Maruschka. Was hast du mir zu sagen? Ich weiß, Gold ist etwas sehr Wertvolles, Vater. Und auch Edelsteine sind etwas sehr Kostbares. Doch das Kostbarste von allem ist Salz. Ohne Salz gäbe es kein Leben. Ich liebe euch, Vater, wie das Salz. Meine Tochter, ich glaube, du hast nicht überlegt, was du eben gesagt hast. Der Verstand sollte die Worte wägen, sonst siehst du vor lauter Gras keine Wiese mehr. Die kleine Liebe übersieht die große. Deshalb berichtige deine Rede. Sag mir, wie sehr du mich liebst. Mein Verstand und auch mein Herz sagen mir das Richtige. Meine Worte sollten euch meine Liebe zeigen. Gehorsam und Demut. Ich wiederhole nochmal. Ich liebe euch wie das Salz. Du sagst wie das Salz, Majestät. Wie das Salz, das herumliegt in Kammern und Küchen, von dem es ganze Berge in den Gruben gibt, so viel wie Sand im Meer. Mäßigt euren Zorn. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Schweigt! Ich rede nicht mit euch, sondern mit meiner Tochter. Habt ihr das gehört? Meine liebste Tochter liebt mich wie das Salz. Jeder Bettler kann davon so viel haben, wie er will. Denn was kostet es schon? Nichts. So groß ist die Liebe meiner Tochter. Vater! Ihr habt meinen Sohn gedemütigt, dadurch auch mich, seinen Vater, beleidigt. So wie ihr die wahren und echten Gefühle verachtet, könnt ihr auch nicht die wirklichen Werte und herrlichen Gaben von Mutter Erde erkennen. Ich verfluche dieses Land. Ich verfluche dieses Königreich. Es wird euch die Strafe treffen, die ihr alle verdient habt. Aus meinen Augen! Dich, meine Tochter, hatte ich von allen am liebsten. Doch dort, wo die größte Liebe ist, ist auch der größte Schmerz. Statt mich freudig zu stimmen, hast du mich traurig gemacht. Ich bin empört über deine Undankbarkeit. Geh mir aus den Augen. Haltet ein, König. Schweig. Ich kann nicht schweigen, Herr, wenn dein Zorn deinen Verstand verdüstert. Was fällt dir ein? Auch für einen Narren gibt es Grenzen. Wache. Führt sie aus dem Schloss. Vater. Du wirst erst dann zurückkehren, wenn Salz wertvoller als Gold ist. Dann wirst du Königin.
Leb wohl, mein Kind. Gott möge dich beschützen. Wo ist mein Prinz? Verschwunden, niemand weiß wohin. Volksleute der Ritter und Prinzen waren alle sehr betrunken. Sie feierten den Sieg ihrer Herren, tranken aber auch auf ihre Niederlage. Prinz Waldemar und sein Gefolge stürmten volltrunken in die königlichen Keller und tranken zwei Fässer von eurem besten Wein leer, Majestät. Die Söldner König Norberts warfen den Koch in die Suppe und wollten ihn kochen. Ritter Severin war nirgendwo zu finden. In der Frühe fand man ihn betrunken im Hungertuch. Mehr Ehrfurcht, Ratsherr, mehr Ehrfurcht. Das sind alles tapfere Recken, die gekommen sind, um die Hand unserer Prinzessin anzuhalten. Wie kann man nur so üble Nachreden über diese Helden führen? Ja, ja, weiter, Ratsherr. Haltet mich nicht auf, ich habe eine wichtige Sache. Was ist denn jetzt schon wieder? Lass mich durch! Ein Wunder ist geschehen, Durchlaucht. In einem ganz gewöhnlichen Salzfass, in dem Salz war, hat sich das Salz in Kolb verwandelt. Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Ich spreche die volle Wahrheit, Majestät. Wem gehört das Salzfass? Eine Frau aus dem Dorf hat es uns vorhin gebracht, Majestät. Hol sie hierher aufs Schloss. Aber es sind noch mehr solcher Frauen da. Die haben auch Gold in ihren Salzfässern, hm? Ja. Ach. Gold. Pures Gold. Ja, tatsächlich Gold. Woher hast du das? Das Salzfass gehört mir. Und plötzlich war Gold drin. Die Frage ist, wer hat das Gold da reingetan? Und vor allem, warum? Schafft das Gold in die Schatzkammer, Leute. Majestät, seht euch das an. Ja, ja, ich weiß schon. Gehen wir in den Keller. Wir sind die reichsten Leute der Erde. Habt Dank, ihr guten Mächte. Habt Dank für dieses große Wunder. Und was nun? Was fangen wir mit all dem Reichtum an? Darüber macht euch keine Sorgen. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Es darf kein Körnchen verloren gehen. Ja, nicht ein einziges. Und womit soll ich nun das Essen salzen? Koche salzlose Gerichte. Ohne Salz kann ich nicht kochen. Dann salze mit etwas anderem. Schafft das Gold auf unserer Wagen. Nein. Ich dachte an die Hälfte. Das ist was anderes. Vielleicht sollte man es vorher in Münzen prägen.
Damit kaufen wir Waffen, werben Söldner an und bekämpfen unsere Nachbarn. Zuerst sollten wir mal hier Ordnung schaffen. Wir jagen Pavoslav davon und teilen das Königreich unter uns auf. Erst dann besiegen wir unsere Nachbarn. Und ihr seid dann mein Nachbar. Und ihr der meine. Über alles muss genau Buch geführt werden. Obwohl wir Gold zur Genüge haben, will ich über jeden Dukaten Bescheid wissen. Wie ihr befehlt, durchlauchtigste Prinzessin. Königin, gewöhnt euch an den neuen Titel. Den Weg dorthin. Gut, aber du darfst uns nicht verraten. Sonst werden wir schwer bestraft. Geh dem König der Unterwelt aus dem Weg. Na, was hast du für Sorgen, Ratsherr? Ach, es ist nichts von Bedeutung, Euer Majestät. Nur die Köche murren, sie wissen nicht, was sie kochen sollen. Die Speisekammern sind voll von Vorräten. Aber es gibt keine Prise Salz und ohne Salz kann man nicht kochen. Dann lass doch welches holen. Im ganzen Land gibt es kein Salz. Wir haben doch genügend Salzgruben. Wie findet ihr mein Kleid, Vater? Ist das nicht schön? Es ist aus puren Goldfäden gewebt. So eines hat auch die Königin, unsere Mutter, getragen. Ja. Prinzessin, das Kleid ist wunderschön. Aber es muss doch sehr schwer sein. Es ist mehr ein Panzerhemd als ein Frauenkleid. Ich kann mich nicht erinnern, dass unsere Königin früher wie ein Schlosshauptmann rumgelaufen ist. Verschwinde, Tölpel. Los an die Arbeit! Wir werden so kochen, wie man uns befohlen hat. Statt Salz tun wir Zucker in die Speisen.
Na, wird's bald. Habt ihr nicht gehört? Die Arbeit, schnell. Appetit, Majestät. Man muss ja nicht immer nur Fleisch essen. Süßspeisen Sie doch etwas Köstliches. Bringt die Torten. Greift zu, meine Getreuen, greift zu. Es gibt alles in Hülle und Fülle. Das Fleisch schmeckt abscheulich. Wäre ich König, hätte ich den Koch längst am nächsten Baum aufgehängt. Wie der Koch, so sein König. Ihr seid hier auf dem Schloss mein Gast, König Norbert. Da ziemt es sich, etwas höflicher zu sein. Ihr scheint vergessen zu haben, dass hier im Königreich noch immer ich regiere. Ich bitte um Entschuldigung, König Pravoslav. Aber die Sehnsucht nach einem guten Braten hat mich meine königliche Erziehung vergessen lassen. Sing ein Lied aus uralter Zeit, es mag banal dir heut scheinen. Ein König brachte ungeheures Leid über sein Land und die Seinen. Er trug eine goldene Krone und saß auf nem goldenen Throne. Er allein durft Handel treiben und die Bürger mussten leiden. Doch dieser König ist lang tot. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Aber auch Salz ist der armen Brot. Ohne Salz. Hör auf, Narr!
Nun, Majestät, welche von deinen Töchtern wird nun Königin und welcher von den drei Bewerbern König? Ihr habt ja gehört, ihre Liebe zu euch ist groß, größer als zu Gold und Diamanten. Tja. Ihr werdet alt, ihr müsst einen Entschluss fassen. Was haltet ihr von Maruschka? Sei still, ich verbiete dir, von ihr zu sprechen. Ich will kein Wort mehr hören, hast du verstanden? Wie kannst du es wagen, in unser Königreich einzudringen, dass du ins Unglück gestürzt hast? So ins Unglück? Ich such doch nur meinen Bräutigam. Du hast hier keinen. Was ist mit ihm geschehen? Ich gehe nicht wieder fort, ehe ich ihn nicht gesehen habe. Du gehst nicht, ehe du ihn nicht gesehen hast? Du wirst ihn sehen. Aber du wirst nie wieder das Reich der Unterwelt verlassen. Du wirst hier in der Dunkelheit herumirren bis an dein Lebensende. Und dein Leben wird nicht lange dauern. Und jetzt komm. Komm, du wirst deinen Bräutigam sehen. Da ist er. Das hast du alles verschuldet. Deinetwegen wollte er die Liebe kennenlernen. Aber kaum war er bei den Menschen, haben sich meine Worte erfüllt. Die Menschen sehnen sich nach Gold. Jetzt haben sie es. Er wird ewig eine Salzsäule bleiben. Hab Erbarmen mit uns. Verzeih uns, Herr. Hier brauchst du keine Angst zu haben. Kennst du sie? Das ist die Rose meines Herrn. Wer bist du? Argonit. Der Salzprinz war wie mein eigener Sohn. Ich habe ihn großgezogen. Wie kann man den Zauberband brechen? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass den Prinzen nur ein edles Menschenwesen befreien kann. Vielleicht bist du es. Versuch es, Maruschka. Auf der Erde lebt eine weise Frau. Geh zu ihr. Vielleicht hilft sie dir. Wie komme ich denn zurück auf die Erde? Ich zeige es dir. Der Diener unseres Herrn und Königs.
Über diese Felswand kommst du auf die Erde. Weiter darf ich nicht mitgehen. Wie komme ich durch diesen Wasserfall? Hey, versiegt ihr fließenden Wasser und gebt den Weg frei. Das befiehlt euch Argonit, der Diener des Königs der Unterwelt. Guten Tag. Was führt dich zu mir, mein Kind? Ein großes Unglück. Deines oder ein fremdes? Meines. Die Menschen denken nur an sich selbst. Das Unglück hat auch jemand anderen betroffen. Mein Bräutigam, der Salzprinz, ist verzaubert worden und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Und du glaubst, dass ich dir helfe? Ich suche die Weisheit. Eine Weisheit, deren Gebot es ist, anderen zu helfen. Aber ich habe sie bis jetzt nicht gefunden. Warte. Ich stell dich auf die Probe. Ich will sehen, ob du bei der Arbeit auch so zäh bist und deinen Stolz behältst wie jetzt. Ich bin nicht stolz. Ich bin nur verzweifelt. Sage mir bitte, was ich tun soll, damit ich dein Vertrauen gewinne. Komm mit. Fülle diesen Brunnen mit Wasser. Ein Bach fließt dort unten. Hier, nimm die Eimer. Musik.
Siehst du, König Pravoslav? Du bist zu alt zum Regieren. Das Volk ist unzufrieden mit dir. Teile dein Königreich unter uns auf, dann übernehmen wir die Regierung. Das Volk wird uns gehorchen und sich nicht auflehnen. Ich denke gar nicht daran, Prinz Kasimir. Meine jüngste Tochter Maruschka wird Königin werden. Maruschka kommt nie wieder zurück. Ich weiß es. Von euch allen hat sie mich am meisten geliebt. Hörst du dort draußen das Volk? Salz ist wichtiger als Gold. Wenn ihr euch nicht endlich entscheidet, Majestät, nehmen wir uns das Königreich mit Gewalt. Tragt eure Beschwerden vor. Was ist der Grund dieses Aufstands? Edler Herr und König, bisher waren wir eure getreuen Diener. Wir haben unsere Pflicht erfüllt, wie es sich für einen Untertanen ziemt. Unsere Kinder haben wir nicht nur tüchtig und ehrlich arbeiten gelehrt, wir haben sie auch zur Achtung erzogen, zur Achtung vor euch und ihren Eltern. Aber langsam schwinden unsere Kräfte. Krankheit und Tod sind in unsere Häuser gekommen. Hunger und Elend sind unsere ständigen Begleiter. Das Vieh verendet auf den Weiden, das Wild wechselt in die benachbarten Königreiche über. Wir sind am Ende. Ändert diese furchtbaren Zustände und wir werden wieder treue Untertanen sein. Hört her, Leute. Dem Unglück sind wir alle gleich. Eure Sorgen sind auch die meinen. Ich gebe euch das ganze Gold und die Macht, die ich bisher inne hatte. Deswegen sind wir nicht hierher gekommen. Wir brauchen Salz. In den Schatzkammern ist Gold. Beladet damit die Wagen, fahrt in das benachbarte Königreich und kauft Salz. Kauft so viel, wie jeder von euch braucht. Für das Vieh, das Wild, in unseren Wäldern. Du hast recht behalten. Nur ein kluger Mann hat das Recht, König zu sein. Ein dummer König wird leicht zum Narren. Es kommt alles wieder in Ordnung. Ich habe mich leider geirrt. Ich werde einsam bleiben. Auch meine Untertanen werden mich verlassen. Für euch die Krone? Und für mich den Stuhl? Wir werden beide regieren, ihr über mich und ich über euch. Ja, eigentlich sind nicht von hier. Wo kommen Sie denn her? Vielleicht kommen Sie von Pravoslav.
Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Wie viel Salz kannst du uns verkaufen? Für mindestens 4 Königreiche. Ich kaufe alles. Und bezahle mit purem Gold. Alles? Und bezahlst mit purem Gold? Ich möchte vorher das Gold sehen. Komm. Ihr wollt euch wohl über mich lustig machen. Verschwindet oder ich rufe die Wache, ihr Narren. Hübsches Kind. Guten Tag, tapferer Ritter. In allen Landen spricht man von einem schönen Mädchen, das hier arbeiten soll. Nun wollte ich mich mal mit eigenen Augen davon überzeugen. Und ich stelle fest, dass du noch viel schöner bist, als man sich erzählt. Ich bin ein Prinz aus fernem Land und suche eine Frau für mich. Du gefällst mir. Wie kann ich dir denn gefallen? Sieh dir mein Kleid und meine Hände an. Meine wunden Füße. Ich bin eine arme Magd. Ich biete dir meine Hand, mein Königreich. Über 100 Dienerinnen stehen dir zur Verfügung. Du wirst reich und glücklich sein. Es wird dir an nichts fehlen, mein Kind. Mein Schloss steht auf einer schönen Insel, von blühenden Gärten umgeben, von Blumen übersehen. Komm mit mir. Es ist unter deiner Würde, Wassereimer zu schleppen. Du sollst Königin werden. Nein, edler Prinz, das kann ich nicht. Ich habe schon einen Bräutigam. Ich wollte dir helfen. Ich wollte dich zur Königin machen. Willst du wirklich nicht mitkommen? Überleg's dir nochmal. Nein, edler Prinz, hab vielen Dank. Ich will hier bleiben. Zwei Wagen. Die anderen scheinen leer zu sein.
Wir haben Salz. Aber nur so viel, wie wir vorher Gold hatten. Jeder von euch bekommt ein bisschen. Mit dem Salz müssen wir sparsam sein. Was hast denn du in deiner Truhe? Ich hab Salz. Schüttest du Wasser in den Brunnen und der ist noch immer leer. Du arbeitest zu langsam. Du solltest gehen. Such dir einen neuen Bräutigam. Und vergiss den Salzprinzen. Hab noch ein paar Tage mit mir Geduld. Und du wirst sehen, ich werde den Brunnen mit Wasser füllen. Schau. Reich meines Vaters geschehen. Der König der Unterwelt hat alles Salz in Gold verwandelt. Jetzt müssen sie alle sterben. Wenn du den Prinzen erlöst, wirst du auch dein Land erlösen. Wo ist sie? Wo ist sie? Komm zurück! Ich will ja alles tun. Ich will ja den Brunnen mit Wasser füllen. Ich muss meinen Vater retten. Komm zurück. Wer seid ihr, edle Frau? Ich bin die, die du rufst. Du brauchst kein Wasser mehr zu schleppen. Es wäre zwecklos, mein Kind. Du hast die Probe, die man dir gestellt hat, bestanden. Du hast deine Liebe zu dem Salzprinzen bewiesen, an die er immer so sehr geglaubt hat. Weil du so treu und unbestechlich warst, werde ich helfen, ihn zu retten. Ich werde dir den Weg sagen. Du musst durch 3 Täler und über 3 Berge gehen, bis du zu einem Felsen kommst. Hier mit dieser deiner Salzrose wirst du den Felsen berühren und er wird sich öffnen. Und dann musst du die Wiese finden, auf der nur Salzblumen blühen. Aus ihren Kelchen musst du funkelnde Tautropfen sammeln. Es ist kein gewöhnlicher Tau. Es sind die Tränen der Menschen aus dem Königreich deines Vaters. Dieser Tau ist das Wasser des Lebens. Damit wirst du den Salzprinzen berühren und er ist erlöst. Hab Dank, edle Frau, für eure Hilfe. Deiner Liebe und Ausdauer solltest du danken. Hier, in diesem Krug, musst du den Tau von den Salzblumen sammeln.
Nur in diesem Krug verliert das Wasser des Lebens seine Zauberkraft nicht. Bewahre ihn gut. Versprochen, auf dich zu warten. Weißt du schon, wie man den Prinzen befreien kann? Ich muss die Wiese mit den Salzblumen finden. Ich weiß, wo sie ist. Folge mir. Und dort, wo man es so nötig zum Leben braucht, gibt es keins. Komm. Eines Tages werdet ihr wieder Zugang zu diesen Schätzen finden. Thank you.
Es darf niemand zum König der Unterwelt. Geh aus dem Weg. Sie steht unter meinem Schutz. Agonit, was bedeutet das? Wieso ist sie noch am Leben? Ja, ich lebe noch. Wache! Mäßigt euren Zorn, ihr seid ungerecht. Hört dieses Mädchen an. Sie wird euren großen Kummer in Freude verwandeln. Tötet mich, wenn es euch gefällt, Herr. Aber erst erlaubt mir, den Prinzen zu befreien. Euren Sohn. Du willst etwas erreichen, wozu nicht einmal ich in der Lage bin. Der Fluch, den ich getan habe, ist stärker als der Tod. Und niemand kann ihn zurücknehmen. Auch ich nicht. Doch, es gibt eine Möglichkeit, mein König. Du musst dir glauben. Muss ich? Das wagst du mir zu sagen, Agonit? Über das, was ich muss oder nicht muss, entscheide ich selbst. Ich, dein König. Du hast meinen Zorn hervorgerufen. Ihr beide sollt zu spüren bekommen, wer Herr in diesem Königreich ist. Majestät! Wachen! Schafft sie fort! Genug! Du hast dich genug gerecht. Komm endlich zur Besinnung. Dein Hass und deine Verblendung haben alles verdüstert. Wie eine dunkle Wolke liegt dein Fluch auf deinem unterirdischen Reich. Du schreist, ich bin der Herr hier. Aber du bist mein ohnmächtiger Vater. Du bist nicht mal in der Lage, das Wertvollste, was dir die Erde geschenkt hat, zu befreien. Deinen Sohn. Dir und dem Salzprinzen kann nur das Schönste, Größte und Mächtigste auf dieser Welt helfen. Und was ist das? Die Liebe. Geh, Maruschka. Nimm dir, was dir gehört. Nimm dir, was du verdient hast. Schrecklichen Traum. Was trägst du für ein Kleid, Maruschka? Und wieso sind wir hier? Habe ich nicht auf dem Schloss um deine Hand angehalten? Du bist befreit. Was ist das? Das sind Tränen, mächtiger Herrscher. Ganz gewöhnliche Tränen. Ich habe das Gold an die Dukaten aufladen lassen. Ich verlasse dieses verfluchte Land. Ihr könnt an eurem Königreich ersticken. Und Prinzessin Wanda und Barbara? Was ist mit ihnen? Die gehen mit. Und sie haben sich nicht einmal von mir verabschiedet. Das ist eure Schuld. Die große Liebe, die stärker war als alles Gold und alle Diamanten der Erde, ist zu Ende gegangen. Ha!
alle her. Ich habe mich geirrt. Die Tochter des Königs Pravoslav und der Salzprinz haben uns und den Menschen durch die Kraft ihrer Liebe bewiesen, wie vergänglich irdischer Reichtum ist. Er hat nur dann einen Wert, wenn er dazu dient, anderen zu helfen. Hier ist mein Hochzeitsgeschenk. In diesem Beutel geht das Salz niemals aus. Nimm deine Braut und reite mit ihr auf das Schloss. Bring den Menschen das Salz. Sie brauchen es. Es ist ein Geschenk der Erde. Schwager, hä? Aber ich bringe dich mit einem Schwert aus Eisen um. Halt! Wer bezahlt unsere Dienste und womit? Wenn ihr euch gegenseitig umbringt. Seltsames Gefolge. Wir empfangen niemand. Reitet in das ganze Königreich und verteilt überall Salz. An jeden so viel, wie er braucht.
Was willst du? Ich habe euch ein Geschenk gebracht. Das köstlichste von allem, was es gibt. Und eine wirksame Arznei. Für mich gibt es keine Arznei. Auch für mein Volk nicht. Salz. Das ist ja echtes Salz. Hast du mehr davon? Ja, hab ich. Ich hab genug davon. Genug für ein ganzes Königreich. Womit soll ich euch das lohnen, edle Frau? Ich will nichts haben. Nur, dass ihr mich so liebt, Vater. Wie dieses Salz. Maruschka. Jetzt erkenne ich dich, Frankie. Ich habe dir ja so Unrecht getan. Vergib mir. Vergib den alten Toren. Maruschka ist wieder hier! Die Prinzessin Maruschka ist wieder hier! Sie hat sich mit ihrem Vater versöhnt! Leute, unser Unglück ist zu Ende. Eure Tränen haben uns erlöst aus dieser schrecklichen Not. Aber eure Opfer wären vergeblich gewesen, wenn wir daraus nicht gelernt hätten, dass die Liebe das Wertvollste und Schönste im menschlichen Leben ist. Auch jetzt hat ihre Kraft zwei Menschen zusammengeführt. Vor euch steht die zukünftige Königin und ihr Gatte, der Salzprinz. Hiermit übergebe ich dir mein Zepter und damit das ganze Königreich. Ich wünsche euch ein langes Leben und viel Glück. Regiert dieses schöne Land klug und gerecht. Zum ewigen Gedenken an diesen Tag bestimme ich, dass in unserem Land jeder Gast empfangen werde, nicht nur mit Brot, sondern auch mit Salz. Was glotzt du so dumm, Koch? Lauf in die Küche und backe Brot für alle. Und vergiss nicht, es zu salzen.